Moin moin und damit willkommen zurück zu The Evil Within. Und ja, im letzten Part sind wir weiter durch die Kanalisation gelaufen, hatten dann auch noch einen, ja, ich würde mal sagen, echt coolen Bosskampf gehabt. Ja, sind dann auch noch Leslie ein bisschen hinterhergelaufen, den Zug entlang. Und apropos Leslie, da steht der Gute ja schon wieder. Denn wir haben nun endlich die Beacon Nervenklinik erreicht. Und Leslie? Leslie, warte! Wo es beginnt, endet es auch, liebe Freunde. Let's go. Ich hab's gewusst. Oh, danke. Genau, und hier in diesem Raum hat ja damals alles begonnen. Wer sich erinnert? Aber die Tür hier stand zuvor noch nicht offen. So, dann ab mal die Leiter hier runter. Ah, genau. Schmerz. Und hier, liebe Freunde. Empfindungen, als sie mein Großhirn sondierten, meine Arbeit begutachteten, eine Unendlichkeit der Intensitäten. Schmerz, Lust, Zorn, Ekstase vermischten sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Der Schmerz, das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis, mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Crazy. Aber ja, hat er wohl wirklich. Danke. Aber dann wisst ihr auch schon mal, wo das nächste Tape ist. Oh. Hey, hier sind wir doch damals runter, als dieser Metzger da Jagd auf uns gemacht hat, dieser Kettenfuzzi, ey. Ach, das war noch eine Zeit, ey. Oh, Leslie wieder. Genau, und hier bitte noch nicht weitergehen, denn wir müssen erstmal ein paar Schritte zurück. Hier liegt nämlich eine Notiz.
Und zwar eine neuere Notiz aus Kanalisation. Träumst du immer noch von Flucht, wo sie so zum Greifen nahe ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? Er. Ob das von Ruvik stammt? Ja, echt gut möglich. Oh, die Tür ist nun versperrt. Ah, so ging das, okay. Danke. Ich nehme erstmal diesen Weg hier. Und hoffentlich ist er falsch. So, auf jeden Fall richtige Entscheidung. Jetzt noch schnell den anderen Weg. Ah, schön, dass wir schon mal in die Klinik hineingeschafft haben. Nach so vielen langen Strapazen und alles. War das? Nein. Will nach Hause. Leslie? Will nicht dahin. Leslie! Verdammt! Schnell nach oben. Okay. Genau, hier habt ihr zwei Türen zur Auswahl. Wir müssen nämlich erstmal in diese hier reingehen. Denn, ihr seht es schon. Doro! Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Tja. Ist es nun nach oben oder geht's nach unten? Ah, okay, es geht nach oben.
Vielleicht wartet ja der Gute ganz oben auf uns, der Ruvik, ey. Oje, oje. Ah, jetzt sind wir hier. Genau, und hier müssen wir jetzt erstmal hier lang gehen. Ja, Tatsache. Hier ist die Platte, Freunde. Kartenfragment 28. Und wie gesagt, leider fehlen uns ja zwei Stück. Warum musste dieser YouTuber das auch in Kapitel 5 packen, obwohl das eigentlich im 4. war? Aber naja. Über die habe ich euch ja im Grunde jetzt auch aufgeklärt. Aber im Grunde habe ich jetzt auch, meine ich jetzt, alles, was es zu sammeln gibt, tatsächlich. Und wie gesagt, es hat nur mit den zwei Fragmenten ärgerlich, aber... Naja, was will man machen? In jedem Fall erstmal das Glibber hier einsammeln. Leslie, warte! Leslie? Leslie! Oh ja, das sieht langsam wirklich nach Finale aus. Oh Mann. Slee weiß gar nicht, was er tut. Wartet, bevor wir da reingehen. Kurz ein kleiner Check. Ja, hier ist noch was. Okay, dann wollen wir mal. Treten wir ein. Kontrollpunkt. Ah, die sind doch immer schön, oder? Ja, krasse Sache. Wir können nicht mehr zurück in dieses andere Ding. Aber hier ist zumindest noch ein Stuhl für uns. Ich nicht eben gerade was gesehen? Achso, nee, es waren nur diese Teile hier. Ich dachte, das waren die Kartenfragmente, nur ein Mini. Oh Mann. Mal, kann ich hier nicht speichern? Nö. Wird einem nicht gewährt. Dieser Gang. Das ist doch der vom Anfang, oder? Hey, verdammt! Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ja, was gibt's denn? Nix? Ja, dann kann ich einfach skippen. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Dürfen wir ihm nicht in die Augen schauen, oder was? Oh. Hä? Wieder hier?
Oh. Was? Nein! Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Okay, ich konnte ihn mir doch noch ansehen. Ja, echt ein armer Kerl. Aber ich habe ihn mal erlöst. Das ist doch der Gang, wo die drei Polizisten am Anfang langgelaufen sind, oder? Oh nein. Ruvik? Ja, das ist die Szene vom Anfang. Oh nein, knall ihn ab! Geil! Oder so? Ist auch super. Alter, wie er aussieht! Oh nein. Wir haben in sein Auge gestarrt und... Was zum Geier ist das? Oh oh. Das sieht gefährlich aus. Kontrollpunkt. Oh nein. Gegner. Oh, Vorsicht! Oh nein, nicht so ein Kerl. Patz. Na, habt ihr genug? Aber ich wette, nein, haben sie nicht. Her damit.
Oh nein! Ja, durch die eigene Falle. Geil, Alter. Puh. Das war doch mal ein Gefecht, liebe Freunde. Aber an den kann ich mich gar nicht mal erinnern. Der neu oder? Soweit ich mich erinnern konnte, gab es so einen, glaube ich, nicht, oder? So ein Kettensing-Fuzzi nochmal. Aber naja. Machen wir mal das hier. Zack. Und erlösen die Meute. Nehme ich auch mal direkt eine Spritze. So. Denn hier noch was? Ich würde mich gerne erstmal wieder gründlich umsehen wollen. Ah, da oben ist noch was. Yep, hier liegt noch was rum. Sogar einiges, ey, holy crap. Hier habe ich auch noch was gesehen. Alright, okay. Oh, das war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Oh nein, noch eine Arena. Tatsache. Ja, 4 Scharfschützen waren das noch, ey. Hm.
Ruvik tut echt alles, um uns aufzuhalten. Bah, aber es ist auch echt eklig mit den Augen und alles hier. So, wiedersehen. Hoi, 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 hoi. Ein weiterer Kontrollpunkt. Faszinierend, wie sich das Teil bewegt. Oh nein. Thank goodness, Alter. Ich hab zwar jetzt meine Magnum aufgebraucht, aber egal, die zwei sind wir los, ey. Scheiß Kastencops, ey. Oh Mann. Ja, kurzer Prozess hier. Nichts Besonderes. Kennen wir alle schon. So. Kommt jetzt gleich nochmal ein Kontrollpunkt für uns. Das wäre echt super. Oh, das sieht gefährlich aus. Ich habe diese Welt erschaffen.
kannst mich hier nicht festhalten. Ach ja. Ist das davon der Ausgang? Alter. Das sieht irre gefährlich aus, Leute. Ah, aber man kann die kurzzeitig ausknipsen. Okay. Und wie es hier weitergehen wird, liebe Freunde, das sehen wir dann im nächsten Part von The Evil Within. Ciao.